Ein sonniges Willkommen zu einer weiteren Runde Baphomets Fluch im Director's Cut. Natürlich mit mir, eurem Sunny. So, wir gehen da weiter rein. Was haben wir da? Okay, jetzt haben wir so richtige schönen unterirdischen Höhlen anscheinend. Am Anfang war das Ende. Mit einem Ende durch unser feige Hand begann unsere Dunkelheit. Am Ende wird der Anfang sein. Das Ende unserer Feinde wird unseren Neubeginn ankündigen. Berichtet. Das militärische Gefüge ist in Bewegung. Seit dem Ende des Kalten Krieges sind die Militärs ohne klares Feindbild, werden dafür aber selbst zur Zielscheibe für Etatkürzungen. Wir haben mit Erfolg versucht, in den oberen Rängen das Gefühl zu verbreiten, im Stich gelassen und betrogen worden zu sein. Dort herrscht jetzt die Meinung, die Politiker seien an der Ziellosigkeit schuld. Das Muster beginnt sich zu formen. Unsere Zeit ist gekommen. Gut, Mademoiselle. Die Regierungen nehmen mehr Rücksicht auf die Konzerne als auf ihre eigenen Bürger. Eine Bodenströmung von Unzufriedenheit und Widerstand wird immer stärker. Die Konzerne werden zu groß und zu komplex, als dass ihre eigenen Manager sie steuern könnten. Blindes Vertrauen in die Kräfte des freien Marktes beschleunigt diesen Trend weltweit. Das Muster beginnt sich zu formen. Unsere Zeit ist gekommen. Der Glaube der Weltbevölkerung an die Politiker, die sie regieren, war nie schwächer. Wir haben es geschafft, bei allen größeren Regierungen die Vorausschau und Planung durch Hektik und unüberlegten Aktionismus zu ersetzen. Die Parlamente handeln aufgrund übereilter Beschlüsse, die weder ausgeführt noch widerrufen werden können, ohne dass sie das Gesicht verlieren. Das Muster beginnt sich zu formen. Unsere Zeit ist gekommen. Exzellent. Die müden alten Regierungen sterben langsam an ihrer eigenen Inkompetenz und unserer dezenten Nachhilfe. Professor, wo ist das zerbrochene Schwert? Wie beim letzten Mal besprochen, hat der Verlust der Handschriftenrolle unsere Suche, wie zu befürchten war, stark behindert. Und wie beim letzten Mal besprochen, haben wir Ihnen ein erheblich höheres Budget zur Verfügung gestellt. Was haben Sie mit unserem Geld angefangen, Professor? Wir gehen von der Annahme aus, dass die Tempelritter. Also, dass unsere Vorfahren. Moment mal, das hier sind die Templer? Eine Fährte hinterlassen haben müssen, als sie die Hinweise auf den Aufenthaltsort des Schwertes von Baphomet versteckten. Eine kleine Armee von Historikern und Archäologen arbeitet daran, diese Fährte für mich aufzuspüren. Ich hoffe doch sehr, dass diese Historiker und Archäologen vertrauenswürdiger sind als unser Freund Pigrem. Pigrem war loyal. Er versuchte, den Stein von Lochmarn zu beschützen, als die Haschaschin ihm zu nahe kamen. Und er hat versagt. Und bitte nennen Sie diesen syrischen Fanatiker nicht die Haschaschin. Er ist ein Mörder, schlicht und ergreifend. Da glaubt er aber selbst etwas ganz anderes. Er denkt wirklich. Ruhe! Muss ich euch daran erinnern, dass wir eine heilige Pflicht zu erfüllen haben? Ein Vermächtnis. Als Philipp versuchte, den Orden zu vernichten, verloren wir das Schwert und damit auch unsere Macht. Nun haben wir die Gelegenheit, es neu zu schmieden. Aber die Zeit ist knapp. Wir brauchen Ergebnisse. Keine kleinlichen Hackereien. Keine Entschuldigungen. Nun, Professor. Baphomet. Ja, natürlich. Entschuldigung. Wir werden Baphomet und das Schwert finden. Mit oder ohne die Schriftrolle. Wir haben ein anderes Element schon gefunden. Mitten in Paris. Exzellent. Worum handelt es sich? Na ja, da sind wir uns zurzeit noch nicht ganz schlüssig. Ha! Aber meine besten Leute arbeiten schon daran. Und sie würden es ja nun wirklich besser sein lassen, an anderen herumzumeckern, Eklund. Ich habe wenigstens noch keinen von unseren eigenen Leuten umgebracht.
Natürlich, der Kerl war der falsche Arzt im Krankenhaus gewesen. Marquet war ein Risiko. Eklund hat sich auf meine Ohren dahin um ihn gekümmert. Ich bitte um Verzeihung, Großmeister. Ich wollte nicht... Haben Sie auch irgendwelche guten Nachrichten für uns, Professor? Wir kennen bereits drei der Elemente. Wir wissen, dass Klausner die Linse hatte, bevor er verschwand. Wo war er? In Syrien. Wir wissen, dass er dort angekommen ist. Aber danach haben wir nichts mehr von ihm gehört. Der Attentäter. Ich befürchte, ja. Es ist eine Schande. Klausner war ein guter Agent. Das hier wird unser letztes persönliches Zusammentreffen bleiben, bis wir das Schwert von Baphomet gefunden haben. Ich muss ja hoffentlich nicht betonen, wie wichtig es für uns ist, das Schwert zu finden. Ohne es wird unsere ganze Mühe umsonst gewesen sein. Mit dem neu geschmiedeten Schwert aber haben wir die Macht, allen Widerstand hinwegzuwischen. Wenn wir uns das nächste Mal treffen, dann, um uns zu den Prinzen dieser Welt zu machen. Wow. Okay, die kannten einen anderen Weg, zu unserem Glück anscheinend. Denn, seien wir mal ehrlich, als wir das hier eingeschlagen haben und dann aufgerissen haben, dass sie uns nicht gehört haben, war ein Wunder. Non omnis moria clarior etenebris. Das E allein irritiert mich ein bisschen. Ja, drei Standpunkte, das sieht gut aus. Auf dem Boden ist ein großer Kreis markiert mit einem Steinblock in der Mitte. Um den Kreis sind Wörter in den Stein gemeißelt. Auf dem Kreis sehe ich das Siegel der Tempelritter und zwei Sätze auf Latein. Non omnis moriar und clarior et tenebris. Ich werde nicht völlig sterben, das Hellere aus den Schatten. Ich werde nicht völlig sterben, das Hellere aus dem Schatten. Okay. Na gut, dann guckst du dir halt erst nochmal an. In der Mitte des Kreises steht ein Steinblock. Ein gebündelter Strahl des Tageslichts fällt aus der Oberwelt herab und trifft genau auf den Steinblock. Ich bemerke drei Kerben außen an der Oberfläche des Steines. Vielleicht ist er ja jetzt bereit dazu, das da drauf zu stellen. So. Hallo? Warum nicht? Ah. Ich muss es in dem Modus machen, wa? Die Füße des Dreibeins passen genau in drei Kerben oben auf dem Steinblock. Das Licht von oben fällt auf den Edelstein und wird in fünf saubere Einzelstrahlen gebrochen. Und jeder Strahl sucht sich einen Buchstaben aus. Von links nach rechts steht dort M-A-R-I-B. Marib. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, was zur Hölle das heißen soll. Nico, ich habe sie gesehen. Wen? Die Templer. Ich spionierte ihnen bei einem Treffen in den Katakomben nach. Und du hast Ritter gesehen? Echte Templer? Ich beobachtete eine Gruppe von Typen, die sich als Templer verkleideten. Sie sind hinter so etwas wie dem Schwert von Baphomet her. Der falsche Doktor war da, der Typ, der Marquis getötet hat. Die Schriftrolle ist der Schlüssel, wie wir vermutet haben. Sie führt zum zerbrochenen Schwert, was immer das sein mag. Und welche Rolle hat der Mörder in dieser Geschichte? Er soll sie aufhalten. Diese Neotempler sind Männer und Frauen in einflussreichen Positionen. Siehst du den Zusammenhang? Plantar war einer von denen. Der Mörder tötete ihn wegen der Schriftrolle, damit sie das Schwert nicht finden. Aber jetzt haben wir das Manuskript. Ja. Wie können sie dann erwarten, das Schwert zu finden? Ich weiß es nicht. Du hast was von einer Linse und einem Typen namens Klausner erzählt, der nach Syrien ging. Offensichtlich haben sie nicht die Bedeutung des Ortes ihres Treffens erkannt. Nachdem sie weg waren, habe ich einen Steinsockel und eine eingemeißelte Inschrift gefunden. Ich legte den Edelstein auf das Dreibein, direkt unter einen Lichtstrahl. Der Edelstein teilte den Lichtstrahl und beleuchtete die Buchstaben M-A-R-I-B. Marib ist ein Dorf in Syrien. Dann haben die Neotempler einen Vorsprung. Klausner führte mich mit dem Rätsel dahin. Du wirst doch da nicht selber hingehen, oder?
Warum nicht? Die Typen sind verrückt und gefährlich. Und dabei fällt mir ein, du solltest den Edelstein hier lassen. Okay, was ist mit dem Dreibein? Ich schicke es an André zurück, ohne Absender. Okay. Möchtest du Ball haben? Vielleicht doch nicht. Schade. Na gut, dann... Habe ich dir dieses Streichholzbriefchen schon gezeigt? Hm? Oh ja. Meinst du, ich sollte nach Marib gehen? Es ist ein weiter Weg nach Syrien, George. Der muss Kohle haben, Alter, wie der durch die Gegend dreist, ne? Vielleicht ist ja jetzt endlich mal unser Kelch fertig poliert. Wenn der immer noch beim Kelch polieren ist, dann... Der Priester ist immer noch mit dem Kelch beschäftigt, also sehe ich mich noch ein wenig in der Kirche um. Gut, wir gehen nach Marib. Ich wollte nur mal kurz gucken, wo es jetzt eigentlich so uns von dem... Der Typ, ne? Ich meine, wenn wir jetzt wirklich nach Syrien reisen, das ist nicht irgendwie mal so ein Tagesausflug, ne? Dann und der ist danach immer noch am Polieren, dann falle ich vom Glauben ab. War ihm gerade auch die irische Flagge wieder erreichbar? Na gut. Hey da, junger Mann. Speak you the English? Speak you the Anglaise? Parlez-vous anglais? Ja, sie und wirklich oui. Und eher besser als sie, wie sich's anhört. Ich bin Neo. Willkommen in meinem Reich ausgesuchter Qualitätsprodukte. Okay. Ist natürlich auch schwierig umzusetzen, wenn das Spiel... Ich glaube nicht, dass das Spiel ursprünglich in deutscher Sprache verfasst wurde. Dementsprechend solche Sachen wie die fangen an, Leute auf anderen Sprachen irgendwie anzusprechen, ob sie Englisch sprechen, ist natürlich immer sehr, sehr schwierig. Das ist also der Marktstand. Oh ja, Sir. Obwohl der Ausdruck Stand ihm nicht gerecht wird. Dem großartigsten in dieser geschäftigen Metropole. Das hier ist eine geschäftige Metropole? Nun, nicht per se eigentlich, nein. Was kosten die Bücher auf diesem Regal? Haben Sie syrische Pfund? Ich habe, glaube ich, ein paar irische Pfund. Dann sind sie für Sie zu teuer, Sir. Du sprichst unsere Sprache sehr gut. Danke, Sir. Ich habe es von Kassetten abgehört, die mein Onkel gehandelt hat. Oh, ein Sprachkurs. Nein, Sir. Chiefs and Wooster. Gassi Finknattel und Agatha Watto. Sagt mir überhaupt nichts. Sagt dir das Wort Templer etwas? Templer, Templer, Templer. Warum? Ja, natürlich. Also doch. Ja, eine tolle Romanserie von Leslie Chartreese. Mit dem spitzbübischen Mr. Simon Templer in der Hauptrolle. Großartig. Du warst eine wirkliche Hilfe, Neo. Sonst noch was? Die Fernsehsendung Simon Templer in der Hauptrolle Roger Moore mit der fragenden Augenbraue. Und vorneweg ein Kerl mit Heiligenschein. What? Alles, was dir zu Templer einfällt, ist Roger Moore? Ich habe es eigentlich nur wegen dem Kerl mit dem Heiligenschein angeschaut. Bei dem waren die Animationen besser. Dann gehe ich recht in der Annahme, dass das Wort Templer dir nicht viel sagt. Nun, es gab da noch den Ritterorden, der 1312 von der Inquisition ausradiert wurde. So viel ich weiß. Die meine ich. Was weißt du noch darüber? Wie viel Information passt Ihrer Meinung nach auf eine Trivial Pursuit-Karte? Eine was? Aus der Mittelalter-Edition. Wir hatten sie vor ein paar Jahren mal am Stand. Fragen Sie mich doch mal, was ein Kanoniker ist. Los, das weiß ich alles. Vergiss es. Super. Okay, vergiss für einige Minuten die Templer. Was weißt du über Ritter? Etwa die Kreuzritter? Sie kamen in einer wahnsinnigen und sinnlosen Mission in den Osten. Sie opferten Tausende von Menschenleben, einschließlich ihrer eigenen, für ihren Hochmut. Wie jemand daran was Romantisches finden kann, das verstehe ich nicht. Okay.
Der Junge ist echt interessant. Hast du den Mann schon einmal gesehen? Nein, Sir, zum Glück nicht. Kalte Augen. Na, was hältst du davon? Oh, Sir, was für ein famoses Spielzeug. Eines Tages, wenn ich reich bin, baue ich eine weltberühmte Sammlung an knallbunten Bällen auf. Ist das dein Ernst? Todernst. Die Leute werden von weit her kommen, um meine... Richtig. ...Sammlung zu besichtigen. Die Rockefellers und die Gettys können ihre Kollektionen der sogenannten hohen Kunst behalten. Beantworten Sie eine Frage. Was nützt ein Picasso, frage ich Sie, wenn man ihn nicht gegen die Wand werfen kann? Der Punkt geht an dich. Wie cool ist das denn? Wie schräg. Okay, ich glaube, aus dem kriegen wir keine wichtigen Informationen raus. Bis dann, Neo. Und schaut sie, Sir. Es ist eine Glocke wie in der Rezeption eines Hotels. Etwas unerwartet hier. Ich bin nicht den ganzen Weg hierher gekommen, um Raritäten ausfindig zu machen. Okay. Weil es keinen Grund für mich gibt, dorthin überzugehen, nur um einige Schrammen abzubekommen, bleibe ich, wo ich bin. Der Typ ist ein hässliches Scheusal und sieht aus, als ob ihm die Spelunke gehört. Die Katze? Der Typ ist ein hässliches Scheusal. Wenn wir die Katze erst da hochjagen und dann kommt der Typ raus. Nope. Oh, ebenso schlecht aufgelegt wie hässlich. Einige großartige Angebote liegen in dem Regal, vorausgesetzt man betreibt ein Museum für Plunder. Na gut. Der Stand ist voller alter, ausgeschlachteter Maschinenteile. Was? Das war nicht das, was ich da sehe. Hallo, ich habe mich gefragt, ob Sie mir helfen könnten. Klar, Junge. Für einen amerikanischen Mitbürger habe ich immer Zeit. Mein Name ist Henderson. Dwayne Henderson. Freut mich, Sie kennenzulernen, Mr. Henderson. Teufel, Junge, ich bin nicht im Büro. Nenn mich Dwayne. Okay, okay, Dwayne. Ich heiße George Stobbart. Okay, was ist das? Ich habe das mittelalterliche Bildnis einer Frau gesehen. Königstum oder Adel, irgend so etwas. Sie schaute in einen Spiegel. Aber das Abbild stellte einen Mann mit drei Gesichtern dar. Was halten Sie davon? Ich glaube, Sie brauchen eine Therapie. Glauben Sie, Bullen haben hier einen besonderen Stellenwert? Außergewöhnliche Frage, George. Nein, das glaube ich nicht. Ich frage mich auch, woher jetzt diese beiden Fragen auf einmal kamen, oder? Das ist so was? Macht es Ihnen etwas aus, wenn ich eine sonderbare Frage stelle? Noch mehr? Okay, aber vielleicht antworte ich darauf nicht. Wissen Sie etwas über die Templer? Die Tempelritter? Ja. Nö, überhaupt nichts. Hey, Sie wussten, dass es ein Ritterorden war. Was ich weiß und was ich sage, sind zwei verschiedene Dinge, Junge. Ich habe mich nicht so lange in diesem Geschäft halten können, ohne das zu wissen. In diesem Geschäft? Klar, dem Geschäft mit Glückwunschkarten. Oh, was? Bitte. Was? Sagt Ihnen dieses Bild eines Ritters, der eine Kristallkugel hält, irgendetwas? Teufel, nein! Was will ein Ritter mit einem Stück Glas? Ich weiß nicht, das ist das Problem. Stimmt etwas nicht, Junge? Es ist keine Kristallkugel. Jetzt wird mir alles klar. Was die Verschwörer als Verlust beklagt hatten, die seltsame Schlussfolgerung im Manuskript. Es ist eine Linse. Ah, ja, stimmt. Die hatten nach einer Linse gesucht. Haben Sie mit Neo gesprochen? Neo? Er ist der Junge an dem Plunderstand, stimmt's? Ja, wir haben ihn getroffen. Er ist ein kluger Junge. Spricht vier Sprachen und war nicht einen Tag in der Schule. Er könnte es weit bringen. Allerdings hat er versucht, uns so einen Plunder anzudrehen.
Sie werden hier nichts Wichtiges finden. Ich weiß das. Und Sie wissen das. Aber versuchen Sie mal, das Pearl zu erklären. Sie glaubt, in diesen öden Ständen wären echte Antiquitäten versteckt. Nehmen wir an, Pearl ist die Dame da hinten, die gerade hier mit dem Typen redet. Sie sind weit weg von zu Hause, Duane. Könnte dasselbe von Ihnen sagen, George. Ich bin nur auf Urlaub, das ist alles. Ohne Fotoapparat? Etwas nachlässig, von so weit herzukommen. Und keine Bilder zu machen. Was dagegen, wenn ich ein Foto von Ihnen mache, George? Was? Wozu? Oh, Sie hätten mich warnen können. Es macht Ihnen doch nichts aus, oder, George? Die Leute zu Hause werden sich sehr dafür interessieren. Okay, wenn du das sagst, dann wird das ja wohl hoffentlich stimmen. Na gut, dann machen wir mal weiter. Moment. So. Ich nehme an, das hier ist Pearl. Wo ist Ihre Frau, Duane? Pearl! Oh, sie ist hier irgendwo auf der Suche nach Schnäppchen. Wie lange sind Sie verheiratet, Duane? Teufel, muss jetzt schon 30 Jahre sein. Was machen Sie, Duane? Habe ich das nicht gesagt? Stopp. Oh, ich leite eine Firma für Glückwunschkarten. Jupp, wir sind aus Cleveland, Ohio. Pearl schreibt dafür die Gedichte. Sie sollten sie bitten, einige zu rezitieren. Oh Gott, das wird bestimmt furchtbar. Sagen Ihnen diese Streichhölzer etwas? Nichts, überhaupt nichts. Das sollten wir vielleicht Neo nochmal fragen. Haben Sie den Mann schon mal gesehen? Vielleicht. Woher haben Sie das? Ich habe es irgendwo aufgelesen. Klar. Ich sammle auch immer Fotos von Fremden auf und frag mich damit durch. Oh, verdammt. Da, ich habe noch ein Bild von einem völlig Fremden. Vielleicht frage ich mich mit dem hier durch. Der Typ ist super. Reichen Sie mir die Hand, Duane. Warum? Aus Freundlichkeit. Lassen Sie uns freundlich sein und die Hände bei uns behalten, okay? Gott, ich frag mich, wie viele Leute ich noch damit ausprobieren muss, dass es endlich mal zum Tragen kommt. Okay, bis bald, Duane. Worauf Sie sich verlassen können, George. Wir werden den Neo nochmal fragen. Wegen dem Streichholzbriefchen. Hallo, Neo. Hallo, Sir. Wie kann ich Ihnen diesmal weiterhelfen? Was hältst du davon? Nun, abgesehen vom Augenfälligen nur wenig, obwohl mir das Muster bekannt vorkommt. Ist das dein Vater, der da hinten am Stand herumlungert? Er ist es. Ein netter, brüllender Zeitgenosse. Er heißt Ayub. Hört sich nicht so an, als ob du ihn sehr schätzt. Wirklich? Ich schätze ihn nicht nur, ich mag ihn sogar. Dafür, dass er ein so großes Geschrei macht, kommen wir gut miteinander aus. Ich habe das Gefühl, er ist irgendwie merkwürdig, naiv, clever. Ich mag ihn. Was weißt du über das Paar? Oh, sie sind Amerikaner. Ist das alles? Der Bursche ist etwas merkwürdig. Und seine Frau? Es ist komisch, aber ich glaube, sie ist wesentlich klüger, als sie zugibt. Okay. Das ist aber keine freundliche Katze, Neo. Nein, Sir, sie ist eine sehr unfreundliche Katze. Warum behältst du sie dann? Oh, sie gehört mir nicht. Sie legt sich dahin, wo es ihr passt. Und heute passt es ihr, sich hier hinzulegen. Wie Kipling sagen würde, eine Katze hat ihren eigenen Kopf. Absolut unabhängig. Und sie stinkt. Okay. Bis dann, Neo. Und schaut sie, Sir. Na gut, dann war's das für heute. Eine sonnige Verabschiedung von mir, eurem Sunny. Wir sehen uns dann hoffentlich zum nächsten Mal und bis dahin alles Gute und jo. Ciao, euer Sunny.